Ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play zu Minecraft Feed the Beast Ultimate. Wieder schön mit einer Hintergrundmusik. Ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt ein bisschen langsamere Musik heruntergeladen. Und deswegen dürfte es doch dann uns schon um einiges besser gefallen hier. Das Ganze. Heute ist die Folge, sagen wir, erreicht, wo wir jetzt uns in eine Höhle wagen werden. Ein bisschen Zeug hätten wir zwar jetzt noch gut und gern gebraucht, aber das macht jetzt ja nichts. Wir werden es schon überleben. Schätze ich einfach mal. Ich hoffe es. Und die Schere brauchen wir auch nicht. Da haben wir wegen was dabei. Ein Wassereimer haben wir. Perfekt. Fressen ist echt nicht schlecht, wenn wir dabei haben. Die Ho brauchen wir auch nicht. So ganz wirklich. So, Rucksack ist da einfach mal. Und dann tun wir uns jetzt unten noch ein wenig Essen. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir können ja einfach hier ein bisschen Korn reinschmeißen. Und dann kriegen wir auch Essen daraus. Wunderbar. Trotzdem gehen wir aber noch kurz runter und holen uns noch ein bisschen was. Schlecht ist nämlich nie, ein bisschen mehr dabei zu haben, als man wirklich braucht. Ich könnte ja mal gucken, wie viel regeneriert das denn. Boah. 2,5 auf jeden Fall schon mal. Ja, deswegen ist es, denke ich mal, schon einiges. Deswegen passt das, denke ich mal, wenn wir jetzt einfach nochmal runtergehen, ein bisschen Weizen mitnehmen. Ich weiß nicht, haben wir hier ein bisschen was? Ja, das sind auch mehr. Perfekt. Das läuft doch hier. Wir bräuchten ehrlich gesagt bald mal eine neue Kiste, so wie das hier aussieht. Eine Weizen nehmen wir mal mit nach unten. Perfekt. Bevor wir es vergessen, schlafen legen. Schlafen legen ist immer gut, bevor man jetzt hier in den Tod geht. Wenn da wieder mal so viele Monster sind, da ist schon wieder so ein hässliches, rotes Pünktchen. Das wollen wir natürlich nicht kennenlernen. Zumindest gerade nicht. So, ja doch, passt schon alles. Ich habe nämlich eigentlich Dings Shader installiert, aber scheinend doch nicht. Hat nicht geklappt. Schade, ist so. Schwamm drüber. Egal. Jo. Schön langsam hier runter gehen. Ah, ich liebe diese Musik im Hintergrund. Die ist ein wenig ruhiger. Ich mag sie mehr als so manche andere. Ich mag ruhige Musik. Ruhige Musik ist beruhigend. Ein weißer Satz. 1, 2, 3. Die Ho haben wir jetzt nicht dabei, natürlich. Wunderbar. Trotzdem können wir die hier schon mal ein bisschen was anstellen mit denen. Ja gut, so sehen die Fertigen aus. Habe ich schon wieder vergessen gehabt von heute auf morgen. Von gestern auf heute. Von heute auf morgen, ja. So. 19 haben wir rausbekommen. Das ist doch ein bisschen was. Jetzt haben wir hier wieder 8 zum Neuanpflanzen. Ach, scheiß drauf. Und jetzt machen wir uns erstmal hier so eine Kiste. Und diese Kiste kommt hier hin. Und dann kommen jetzt hier erstmal das ganze unnötige Zeugs hier rein. Genug zum Essen haben wir hundertprozentig jetzt mit 6 Broten und 9 von dem hier. Dann ist ja alles in Ordnung. Und dann können wir jetzt auch, denke ich mal, starten, ne? Tschüss, Feldchen. Wir machen jetzt mal den Wegpunkt zur Höhle an. Wir machen da richtig schön dunkles Blau. Wo ist es dann? Bin doch jetzt blind. Habe ich ihn jetzt doch nicht aktiv gemacht?
Aktiv ist er, okay. Ja, das geht ja. Sprinten sollten wir vielleicht trotzdem nicht. Stein, ja gut, Stein können wir uns farmen, das ist alles kein Ding. So. Da hinten, nach da hinten geht es. So weit ist es sogar nicht mehr. Schon gar nicht mehr. Nur noch 150 Blöcke. Das geht in Ordnung, behaupte ich. Und da oben ist anscheinend ein Meteorit eingeschlagen, oder was das ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir uns doch das mal genauer an. Das wäre nicht schlecht. So, Schaufel haben wir natürlich dabei. Oh nein. Puh, daraus spawnen die Dinger hier. Alter, wie geil ist das denn? Was hier alles drin ist. Okay, hier kommen wir später nochmal her, weil das wollen wir jetzt hier alles gar nicht. Und ich... Ah, da kommen diese scheißblöden Viecher her. Was für eine Kacke. Das heißt, die haben hier gar nicht viel mit Zauberei am Hut. Sondern diese Viecher kommen einfach nur, weil... Voll Baum. Oh ja. Das ist aber jetzt hier eigentlich wurscht, wa? Die Kohle können wir hier schön mitnehmen. Haben wir ja nichts dagegen. Und wie ihr seht, das geht alles schön in unserem Bergarbeiterrucksack. Die können wir so aufmachen. Dann haben wir das Ganze hier drin. Das ist gut. Sehr gut ist das sogar. So, machen wir das hier auf. Ich höre die ganzen Monster, das ist nicht gut. Das macht mich mal wieder ein bisschen verrückt. Nein. Ah, ach so, ist er gar nicht mehr weit. Ah, schon gefunden. Auch nicht schlecht. Ich wette, hier geht es zwar nicht wirklich viel weiter. Ich hoffe es aber. Wenn nicht, müssen wir uns nochmal eine neue Höhle suchen. Aber es sieht hier fast so aus, als wären da recht viele Monster, kann das sein? Ich weiß es nicht. Erstmal essen. Es hilft ja bekanntlich gegen alles. Oh, Kohle, Kohle. Heieiei. Immer diese Schwerstarbeit. Wenn ich meinen Traumjob hier mit einer wunderschönen Spitzhacke Kohle abbauen zu müssen. Nee, nee, nee. Das würde ich nicht unbedingt gerne machen. So, aber alles schön ausleuchten, falls wir hier nochmal herkommen müssen. Geht's hier runter? Ach, hier waren wir ja, wa? Hier waren wir. Ey. Was können wir alles schön mitnehmen? Das ist ja... Wohl ist kein Ding. Besonders weil wir jetzt eh Rucksack haben. Deswegen alles in Ordnung ist hier. Oh, spielen immer wieder welche Counter-Strike. Also ist nie der Tag erreicht oder beziehungsweise nicht in Sicht. Wo... Irgendwer aus meiner Freundschaftsliste nicht gerade Counter-Strike spielt. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. So, ich werde die Musik mal ein bisschen leiser schrauben. Weil ich weiß nicht, ob die jetzt hier direkt zu laut ist. Ich habe es zwar getestet, aber wenn da jetzt dann so ein Musiktitel kommt, der richtig laut ist, dann... Naja, sieht es eher schlecht aus. So. Dann hier, das ist bestimmt Tin, oder? Na komm. Tenor. Jo. Tin werden wir auch brauchen. Auch zu Genüge. Was man daraus alles machen kann, ist mir jetzt, fällt mir gerade alles nicht ein, aber einiges. Um es mal vorsichtig zu sagen. Zu viel fast schon.
Naja, Bauxitohr können wir wieder mitnehmen hier. Was wir auch tun, natürlich. Das zweite Rucksack wäre echt nicht schlechter. Ich überlege gerade so 30 zusätzliche Slots. Ich glaube, so viel hat man insgesamt. Das ist doch schon mal wegen was. Hier ist noch was, das haben wir letztes Mal übersehen gehabt, oder wir hatten jetzt einfach keinen Bock darauf, das abzubauen. Ich glaube eher das Letztere. So. Wenn man hier eben nochmal rein will, dann kann man hier genau sehen, aha, hier waren wir schon mal. Das ist doch gut. Anscheinend ist das aber wirklich hier nicht so eine große Höhle. Ich glaube, hier hinten, da war doch der Ort, wo wir dann nicht weiter konnten. Wo dann eine Sackgasse war. Ach ja. Gut, einfach mal rein hier. Okay, hier drin sieht es schon ein bisschen, sagen wir mal, größer aus. Boah, ja, Kohle. Wie wir die brauchen, das ist so extrem. Das ist doch extremst. Jo. Es wird hier alles gebraucht. Kompletto. Jo. Was ist denn da draußen jetzt hier bei mir los? Da tüten jetzt irgendwelche rum. Auch nicht schlecht. Oh, Level 20, Enchanting Table wäre geil. Da könnten wir unsere nicht vorhandene Diamantspitzhacke aufwerten. Aufwerten, aufleveln. Aber wir haben ja natürlich noch nichts. Wieder Aluminium, wa? Aber ich nehme halt eben alles mit einfach, weil irgendwann brauchen wir es sicherlich. Kein Ohr ist umsonst hier. Außer Kohle. Das findet man jetzt hier anscheinend wirklich sehr häufig. Ist wahrscheinlich extra so gemacht, oder man findet es wirklich jetzt immer so häufig. Weil das ist hier schon ein wenig extremst. Ich meine, guckt euch mal an, wie viel Kohle wir jetzt haben von 10 Minuten weg sein. Wie viel haben wir denn? Ja, da, 1,5 Stacks. Leute, Leute. Das ist schon extrem. So 1,5 Stacks werden jetzt noch mehr und da hinten habe ich nochmal Kohle gesehen. Das ist doch extremst. Wir haben jetzt locker 2,25 Stacks, wenn wir mit dem fertig sind abzubauen hier. Richtig geil. Und ich meine, wir leveln hier ja auch sowas von wahnsinnig schnell. Mit dieser Kohle. Ich meine, ihr müsst euch ja mal angucken hier. Wir waren vielleicht vor zwei Parts noch Level 10 oder so. Oder Level 5. Beziehungsweise 4. Weil da haben wir uns ja mal selber gekillt und haben wir ja viele Level verloren. Ja. Richtig geil. Und bevor wir jetzt hier in irgendetwas Blödes reinlaufen, machen wir uns erstmal. Drei Spitzhacken, Steinspitzhacken. Das zählt übrigens nicht als Erz anscheinend. Also eine große Höhle ist es. Alter, Kohle. Wieso so viel Kohle? Null Eisen, aber Kohle, 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 ey. Ich meine, ihr müsst euch jetzt nur mal angucken, wie viel Kohle wir jetzt schon wieder haben. Wenn wir damit fertig sind, haben wir bestimmt 2,5 Stacks. Also insgesamt hier die Kohle, die wir gerade gesehen haben. Aber ich glaube, jetzt hätten wir noch nicht 2,5 Stacks, oder? Nein. Aber wir waren doch noch nicht mal lange jetzt hier in der Höhle drin und haben schon wieder so viel. Das ist doch unglaublich. 3 Stacks.
Richtig krass. Meine Güte, ey. Heiliger. Sind die Monster irgendwie jetzt hier kurz ausgeschalten oder was? In der Höhle haben wir hier noch gar nichts gesehen. Oh, wir brauchen wieder ein Schwert. Da guckt euch das an. 2,5 Sticks. Das ist doch extrem. Ui, hier geht's raus. Beziehungsweise rein. Ist ja egal, wie man es nennt. Behaupte ich. Jo. Das wird abgebaut, das wird abgebaut, das und das. Schon wieder einer spielt Counter-Strike, richtig geil. Ich habe die nicht angeguckt, wo hieseliges Ding. Ja, Kohle, die brauchen wir ja. Also wir sind kohlearm. Es geht so gar nicht klar mehr. Ich meine, ansonsten haben wir hier bald gar keine Kohle mehr. Das. Nee. Wir haben richtig Kohle sorgen, das ist richtig schlecht. Oh oh. Alter. Du darfst dich nicht gegen mich laufen. Nicht angucken, nicht angucken. Nicht angucken, auch wenn wir jetzt hier richtig genatzt worden sind von diesem scheiß blöden Zombie. Nicht angucken. Ja, du Scheißteil. Wenn dann nämlich diese Items an diese Kackdinger drankommen, dann sind die weg. Oh Mann. So groß ist die Höhle leider doch nicht. Also zumindest nicht tief. Die geht ja hier jetzt nur wieder in die Höhe. Wir sind auf Höhe 63, deswegen. Naja. Und sie geht noch höher. Ach du Heiliger. Jupp, und ich sehe schon Tageslicht. Oder Nachtlicht. Scheißegal. So, komm. Hallo. Dankeschön. Oh, zwei Schwerter brauchen wir schon. Locker. Meine Fresse. Ja, mach jetzt hin. Gui. Hässliche Spinnen. Stirbt. Stirbt, ja, stirbt. Warum sammle ich eigentlich die Erfahrungspunkte ein? Ich weiß ja eh, dass wir sterben. Irgendwann. Da sind die eh alle weg. So, komm, stirb jetzt. Hunter! Traumberuf Hunter. Komm, im Wasser bist du richtig schlecht, du scheiß Creeper. Eigentlich wurscht, ne? Wir rennen jetzt eh von mir weg. Ich höre eine Spinne, ich höre zwei Spinnen. Beziehungsweise ich höre eine Spinne und sehe zwei Spinnen. So, wappala, 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 wappala. Ei. Zum Glück haben wir uns so viele Schwerter gemacht. Das kann man wirklich nur vom Glück reden. So, erstmal wieder essen. Damit wir wieder retzen.
Oh jo. Bitte. Wenn ich jetzt was zischen höre. Ui, das ist der schöne Baum. Hallo. Wo ist denn hier jetzt eine Höhle? Das ist echt so viel verlangt, eine Höhle zu finden. Also ich meine, wir brauchen ja nicht mal so eine richtig fette Höhle, ne? Bäh. Ja, 3 Skelette. Leck mich am Arsch. Never ever. Never, never, ever. Oh, die Spinne kann auch mal abhauen. Wird die da dran auch verlangsamt? Natürlich nicht. Spinnen haben Vorteile. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Seht ihr auch, was ich sehe auf der Minimap? Ba, 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 ba. Aber eigentlich ist es scheißegal. So ganz eigentlich. Weil wir brauchen eine Höhle und nicht... irgendwie so eine 50 Kilometer tiefe Schlucht. Recht unnützlich für uns. Oh, geh weg. Geh weg. Das ist alles hier nur Schlucht. Keine Höhle. Aber wo eine Schlucht ist, muss doch auch eine Höhle sein. Das ist doch nur logisch. Okay, okay. Ui. Das sieht schon eher sehr schön aus. Das wird auch eine Tiefe sein. Weil die ist bestimmt mit der Schlucht verbunden. Ah, geh halt weg jetzt. Meine Fresse. So schwer ist das doch nicht, einfach abzuhauen hier. Blöder Zombie, du. Nur der Sicherheit wegen nehme ich einfach mal dieses Fleisch noch mit. Verfaulte vom Zombie, verrottetes Fleisch. Denn falls wir nichts mehr zu essen haben und wir nicht mehr regenerieren können, können wir ja noch diese 4 rotten Fleisch essen. Und dann können wir uns wieder einigermaßen hochhielen mit den Herzen. Das Blöde ist halt, dass die Nahrung recht schnell wieder runtergeht, aber das ist dann zuerst mal nicht unser Problem, unsere größte Sorge, sagen wir mal so. Solange wir dann schnell heimfinden, ist kein Ding. Und es ist doch keine Höhle. Das Spiel mag mich immer hart natzen, wisst ihr das? Immer. Das Spiel mag mich nicht. Bäm, scharf kaputt. Kaputt. Komm. Dankeschön. Kohle. Die Kohle interessiert mich jetzt hier oben gerade nicht. Geht's hier rein? Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht tief aus, sagen wir mal so. Das sieht sehr tief aus. Ich hoffe einfach mal, dass es auch tief ist. Achso, wir bauen gerade mit der Eisen ab. Ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber wisst ihr, was wir hier sehr, sehr gar nicht finden? Eisen! Wo ist hier Eisen? Ich könnte jetzt gern mal ein Stack Kohle für 10 Eisen umtauschen, wenn es gehen würde. Weil ich meine, Kohle haben wir so viel.
Wir können jetzt mal gerne nur mal in den Rucksack gucken, aber ich wette, wir haben 3,5 Stacks. Na gut, 3. 3 1/4. Eisen. Ja. So, jetzt können wir zurückgehen. Wir haben 2 Eisen gefunden. Da. 1, 2. 3,5 Stacks. Oh nein. Und ich habe jetzt mich so gefreut, dass wir hier eine dicke Höhle gefunden haben. Aber war das nur der Weg, der zur scheiß Schlucht geführt hat? Uncool, cool, uncool. Verarschungen sind uncool. Wir gehen aber jetzt hier schön zu dem Eisen, ja? Normal mache ich das nicht, weil ich hasse es so an den Wänden rumzukrabbeln. Aber für Eisen in dem Spiel macht man das schon mal. Aber wie es aussieht, geht's hier jetzt. Ach, ich sage einfach nichts mehr. Was dann eh nicht so sein wird. Ja. Kohle. Wichtig ist. Oh, eine Spitzhacke haben wir noch. Wir kriegen gleich Platzprobleme, ich sag's euch. Das wird richtig hart werden. Vor allem, wie viel Kohle es hier gibt. Aluminium. Das geht tief, wie es aussieht. Das wäre echt nice. Hallo. Ja, schön, spreng alles in die Luft. Damit hast du uns einiges erleichtert. Muss ich schon mal sagen, geh du hau ab hier. Jo, wunderbar. Eine sehr tiefe Höhle, wie man sehen kann. Sehr erstaunliche Bauten hier. Ui. Geht weiter. Ja, das ist aber keine gescheite Höhle. Das geht hier bestimmt nicht weiter. Hoffen tue ich es natürlich, aber ist nicht so. Meiner braucht ihr euch nur umzugucken, ja? Hier. Boah. Das sieht gut aus. Ich habe ein kleines Problem, wenn das Skelett hier uns jetzt hat. Alter, wie viele Skelette sind hier denn? Alter, ist hier ein Skelett-Spawner? Ausleuchten, aber zucki-zacki. Heiliger. Das ist ja richtig extremst. Heiliger. Übertreibe. So. Ein bisschen Zeugs hier. Wie nennt man's? Kopper. Können wir immer gebrauchen. So. Feuerstein brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So. Marble brauchen wir nicht. So, passt doch jetzt alles hier. Was ist das eigentlich? Das ist dieser blaue Xeras oder wie der heißt, der. Oder? Ja. Das ist der blaue. Ah ja, guck mal auf die Map, wie viele Monster hier sind. Das ist unglaublich. Und wir haben Eisen gefunden, Leute. Eisen. Und zwar richtig viel. Also viel. Richtig viel sieht dann doch ein bisschen anders da aus. Um einiges anders da. Das wird abgebaut. So. Das. So. Aluminium. Immer gesehen. Gern gesehen. Bams. Was war das denn jetzt? Egal. Wir haben hier unser Copper. Das ist doch ein Traum.
Kopper zu finden ist für mich ein Traum jetzt hier geworden in Minecraft. Weil im alten Let's Play Projekt, das sind wir dann wirklich, wie wir es gebraucht haben. Haben wir ewig lang gebraucht, bis wir mal endlich eins gefunden haben. Das war richtig demotivierend. Seitdem freue ich mich einfach nur so übel über Copper. Das ist richtig geil. So, Eisen. Wie gesagt, Glück mit Eisen haben wir jetzt. Das war anscheinend einfach nur immer die falsche Höhe. Obwohl Höhe 48 ist jetzt auch nicht so viel, aber scheint hat's geholfen, wa? Wolle haben wir leider nicht da, ne? Wolle. Ich sehe zwar Schafe auf der Map, ja. Weil ich dann hätte ich mir überlegt, wir hätten 4 Fäden. 2 Wolle kriegt man immer. Durch Schafe eben, wenn man die abschlachtet. Was bräuchten wir noch? 2 Eisen haben wir. Und eine Kiste kann man sich machen. Oh geil. Wir haben, glaube ich, Rubine gefunden. Ruby, ja. Mit dem kann man sich dann nämlich... Die ist so schnell wie eine... Diamantspitzhacke. Geht zwar schneller kaputt, aber ist so schnell und daraus kann man auch eine Mining Turtle machen. Wir brauchen eigentlich zwar gerade nicht unbedingt eine. Aber wenn man sie haben kann, dann... Ich weiß nicht, die ist halt immer recht umständlich. Aber... Man muss jetzt wieder meinen fetten Block rausholen und gucken, auf welcher Seite ich dann den Befehl gegeben habe. Wie man denn da drunter lädt hier. Muss man nämlich jedes Mal eingeben und dann läuft das. Pastebin. Get Pastebin. Oh, den Namen weiß ich halt eben auch nicht mehr. Deswegen. Das war so ein Krüppelname. Komm. Kohle, Kohle. Das hätten wir noch nicht genug gesehen von der. Ich kann die langsam echt nicht mehr abbauen. Ich krieg langsam Augenkrebs. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und keiner will Augenkrebs haben. Hallo? Oh, blöde Fledermaus, ey. Blockt die mich so, dass ich hier dreimal nicht mal eine Fackel setzen kann. Ist ein böses Viech. So, die Folge kann jetzt bis zwei Stunden lang dauern. Wie schon gesagt, weil es einfach nur eine Höhlenfolge ist. Und deswegen, wenn jemand Höhlenfolgen hasst und nicht gern sieht, wie man farmt, dann kann der einfach die Folge überspringen und muss hier nicht gucken, 2-3 Parts überspringen zu müssen. Und das dann immer gucken zu müssen. Deswegen finde ich das doch schon für die Leute eben um einiges angenehmer. Wenn man hier einfach mal eine komplette Höhlenfolge macht, die dann wirklich mal 1-3 Stunden dauert. Die sich's angucken, die können sich's schön unterteilen, beziehungsweise einteilen, wie viel sie an einem Tag sehen wollen oder in 2. Und dann passt das. Hier haben wir diesen schwarzen Xerath oder wie der heißt. Ey. Ich habe ja keine Ahnung. Diese Steine gibt es oft. Sind es diese Steine von den Moosgebieten, sage ich. Mobspawn-Gebieten. Die immer unter Mobspawner sind. Kann ich mir gut vorstellen. Gerade eben. Na gut, Aluminium haben wir. Wiedergefunden hat. Wir sind Level 29, Leute, zieht euch rein. Level 29. Wenn wir das ganze Eisen schmelzen und so weiter, sind wir bestimmt Level 32. Heilige Scheiße, wie weit geht die Höhle denn noch?
Einerseits mag ich diese weiten Höhlen, aber am liebsten mag ich sie, wenn sie nur in eine Richtung gehen, aber das ist eben ein bisschen, ja, so Traumdenken. Original Nord-Höhlenmodus an. Ich möchte hier Radar, Details, Gelände, beide Beleuchtung an. Kann ich irgendwie größer machen hier? Naja, egal, jetzt hier gerade mal. Hauptsache, wir finden hier ein bisschen was. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Hat immerhin schon 24 Eisenerz. Ist ja auch schon mal was. Und wie ich schon in den vorherigen beiden Parts gesagt habe, baue ich immer mit Steinspitzhacke ab. Alles, was mit Steinspitzhacke eben geht, zum Abbauen. Weil Eisen, wie ihr jetzt seht, ist eben recht Mangelware. So, da geht jetzt hoch der Arschloch Creeper. Aber naja. Kann man nichts machen. Vielleicht werden sich ja auch, wird sich die Musik hier wiederholen. Weil ich habe jetzt leider nur von 54 Minuten oder ungefähr einer Stunde. Ja, muss Siegauswahl treffen können. Ich habe hier insgesamt, glaube ich, 20 Lieder runtergeladen. Aber das Blöde ist halt, wenn da jedes nur 2 bis 3 Minuten geht, dann ja, sind auch einige mit einer Minute dabei. Sieht ein wenig schlecht aus, sagen wir mal so. 18 habe ich, glaube ich, runtergeladen. Natürlich legal. Von Papa Fiot. Ich meine, was sonst? Illegal ist doch scheiße. Okay. Also, wer selber Let's Plays macht, Papa Fiot Music ist eine Website, da kann man sich eben Musik anhören, diese downloaden und lizenzfrei, also die ist lizenzfrei, kann man dann eben unter seine Videos schrauben. Man muss eigentlich nur entweder seinen Namen erwähnen oder eben einfach nur den Untertitel schreiben, den Namen, beziehungsweise einen Link zu seiner Website geben. Finde ich ganz schön gefunden. Hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Jetzt haben wir hier Silber gefunden, wie es aussieht. Oder das ist doch bestimmt Silber. Oh, wie gut ich heute bin im Erraten. Das habe ich keine Ahnung, was das ist. Muss ich jetzt mal nachgucken. Lead-Ohr. Ja, das werden wir auch irgendwann mal brauchen. Zombie-Eiskalt angelaufen. So, Lead-Ohren, das alles mitnehmen. Kann nie verkehrt sein. Aber jetzt können wir einfach langsam eigentlich wieder mal in die Oberfläche zurückkommen. Behaupte ich. Ich meine, was wollen wir hier denn noch? Ich meine, klar, Diamanten. Ja, Traumvorstellung. Was? Wie schnell die kaputt gehen, einfach nur. Da, 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 da. Jo. Ach du Scheiße. Party oder was? Oh nein, oh nein. Alter Scheiße. Und wir sterben. Leute. Das ist jetzt wohl richtig scheiße gelaufen, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Da habe ich nicht erwartet, dass wir auch so viele Monster treffen.
So ist doch alles in Ordnung. Also gut. Das Eisen wollen wir hier uns noch mitnehmen. Und eine. Okay, dann passt auf, folgenden Plan habe ich jetzt. Wir sind nämlich voll. Kann man sagen. Auf Höhe 27 sind wir schon voll. Obwohl wir einen Rucksack dabei haben. Nice. Ist ja eigentlich ganz gut, ne? Also schlecht ist es nicht. Einfach zu bauen. Das ist mir so scheißegal. Und hier geht jetzt ein Weg nach oben. Wir sind voll. Ich mag jetzt hier nicht alles verlieren. Wir haben jetzt echt so viel dabei. Da ist mir jetzt echt zu schade zu sterben. Also es war jetzt hier echt ganz knapp in der Höhle. Da hätte ich besser auskundschaften sollen. Wie viele Monster das sind, das werde ich jetzt hoffentlich aber auch ab jetzt immer machen. Na, ansonsten sind wir bald das Tod. Schlau, sich in der Höhle nach oben zu bauen. So können haben wir hier noch die Chance, das Eis hier mit Eis mitzunehmen. Und einfach noch alles mal mitzunehmen, was geht. So, das. Das geht auch noch. Alles her. Gib alles her, was du geben kannst. Naja. Wir wissen langsam, dass die Höhle recht tief ist. Unnötig von mir gerade gewesen, das dahin zu bauen. So. Ich hoffe, die Fackeln werden ausreichen, bis wir ganz oben sind. Und ich hoffe, wir landen jetzt hier nicht auf irgendeinem Berg, dann können wir uns nämlich stundenlang durchbuddeln. Der Plan ist eigentlich nur folgender, dass wir hier einfach wieder zurückfinden. Deswegen mache ich es jetzt hier auch so schön, dass hier uns, wenn wir runterlaufen, keine Monster erwischen können und einfach straight bis ganz nach unten durchlaufen können. Ja, wenn was können wir noch mitnehmen an Kohle, ne? Nehmen wir doch mal alles mit, was geht. Kleiner Tipp, stellt euch nie direkt unter irgendwelche Erzer, die ihr über euch abbaut. Ansonsten kommt da Geröll oder sonst irgendwas runter. Das fände ich gut. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar recht hoch, wenn ihr rauskommt, dass ihr rauskommt, aber ich würde nämlich nicht drauf mit dem Geröll anlegen, sagen wir mal so. Ansonsten, wenn es dumm läuft, ah lala, hat man vielleicht nicht mehr so gute Laune, wenn man dann in seinem Bett spawnt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Beziehungsweise ist mir selber schon mal passiert. So, das wird abgebaut. Das, das. Mit den Fackeln könnte es nicht knapp werden, denke ich. Also wir werden wohl mit 5 noch rauskommen oder so. Ich meine, es geht ja ganz schnell, bis wir hier oben sind. Ich meine, guck mal, wie weit wir jetzt hier schon den Weg zurückgelegt haben. Höhe 54 sind wir jetzt ungefähr. Noch mehr Kohle. Also die Kohle ist echt extremst hochgeschraubt, da. 63. 64. Jetzt müssen wir irgendwas wegschmeißen. Bloß was. Wir haben noch genug Essen dabei, so. Rotten Flash werden wir nicht brauchen. Okay, Musik läuft aber ganz leise. Oder? Ja. Ich hoffe, das wird etwas lauter.
So. Ja, so. Oh, weg da. Immer weg da. Ansonsten fällt euch irgendwas auf den Kopf und das wollt ihr nicht. Hoffe ich zumindest. Ansonsten seid ihr krank. Es ist übrigens jetzt hier bei mir gerade Sonntag. Das bedeutet, die Folge könnte so am Samstag rauskommen. Da ich ja schon wahnsinnig vorproduziert habe. Ich glaube, ich habe gestern so ungefähr 4-5 Parts aufgenommen. Das bedeutet wiederum... 5 Parts habe ich aufgenommen, genau. Heute werden es wahrscheinlich so plus 2 sein oder plus 3. Werden schon ungefähr so viele dazukommen. Ich höre übrigens gerade die Schweine. Es ist Tag, das ist gut. Seht ihr oben auf der Minimap, dass alles so hell ist? Oder es sieht einfach nur so aus, weil wir jetzt gerade hier die ganze Zeit Höhlengebiet gesehen haben. Aber ich glaube, es ist Tag. Das ist ja schon mal schön. Eine schöne neue Erfahrung für uns. Es ist Tag. Und wir haben hier noch mehr wunderbar Kupfer gefunden. Das wir wirklich dringend brauchen. Und noch mehr Kohle, die wir noch dringender brauchen. Jojojo. Wunderbar, ich liebe diese Hintergrundmusik. Schraube ich gerade mal bei mir ein bisschen lauter. Ich finde Minecraft ohne Hintergrundmusik ist ein bisschen langweilig. Also das Spiel jetzt nicht an sich, aber es fehlt irgendwie was, finde ich jetzt hier. Wenn es hier, und es regnet, wenn es hier jetzt die ganze Zeit nur klopp, klopp, klopp man hört, im Hintergrund einfach nichts, dann ein bisschen deprimierend, kann man sagen. Wir stoßen auf die Oberwelt. So, erstmal Wegpunkt machen hier. Hülle löschen. Neuer Wegpunkt. Großer Eingang. So, das wollen wir hier so dunkel machen. Okay, Home ist da. 500 Blöcke. Heiliger. Wir sind ein bisschen gelaufen, sind aber Level 31. Nicht schlecht. Ah. Und wir sollten vielleicht, bevor die Nacht anfängt, daheim sein. Daheim. Also virtuelles Zuhause. Damit wir dann schlafen können und der Regen dann aufhört. Ich habe jetzt hier keinen Bock, dass wir hier die ganze Zeit, die ganze Nacht durchlaufen. Und genau wenn wir daheim sind, dass es dann wunderschön Tag wird und wir den ganzen scheiß Regen noch aushalten müssen. Darauf habe ich echt gerade null Bock. Aber ich denke mal, das schaffen wir ganz gut. 360 Blöcke noch. Da ist die Schlucht. Oh nein. Was ist da hinten denn passiert? Ist hier irgendwie ein Meteorit runtergeknallt oder was? Oder sah es jetzt hier gerade nur so blöd aus? Ja, tatsächlich sah nur so blöd aus. Auch in Ordnung, da alle haben wir... LOL. Auch mal geil. So, Kühe, die brauchen wir natürlich nicht. Wir haben jetzt hier wieder... Also wir haben jetzt endlich genug Essen. Damit wir überleben können. So. Jetzt hört man hier schon gar nicht mehr die Musik, wa? Weil der Regen so kacke laut ist. Oder man hört sie... Weil die Musik lauter ist als der Regen, aber ich glaube, das wäre eher schlecht. So ein bisschen Gedudel hört man, denke ich mal, schon auch im Hintergrund. Wenn der Regen wirklich... Die Musik lauter ist als der Regen, dann habt ihr die ganze Zeit hier so ein scheiß Geräusch. Schönes, lautes Geräusch, sagen wir mal so. Und mich versteht ihr gar nicht. Ist ja nicht der Sinn von einem Let's Play. Ich habe immer das Gefühl, der wird immer ein bisschen leiser und dann wird er wieder lauter. Das sei noch mitgenommen. Das sei hier alles noch mitgenommen.
Ich würde hier echt mal so eine kleine Brücke rüber bauen, aber egal. Jo. Also das wird jetzt hier noch eine extra lange Folge werden, das zeige ich euch gleich. Wir werden hier nämlich noch runtergehen, werden noch ein bisschen schön dingsen, ihr wisst schon, abernten alles hier unten. Obwohl, nee, werden wir nicht, hier unten ist ja nichts mehr. Naja. Aber wir werden alles noch schmelzen, werden gucken, was wir als erstes bauen, so ein Generator. Und dann ist alles gut und jetzt, oh, es ist ja noch gar nicht Nacht, stimmt. Uiuiui. Jetzt brauchen wir erstmal. Eine Viererkiste hier. Und. Oh Mann, ey. Wartet mal, Leute, ich müde mich mal kurz. So Leute, und jetzt ist der Part hier doch zu Ende, weil meine Eltern wollen mich mal wieder sprechen. Yay, ich freue mich schon drauf. Das Happy End jedes Tages hier. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute, und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!